Liebe Geschwister, ich denke, keiner unter uns, der nicht einmal fantasierte, wie es wäre, Millionär zu sein. Ja, was würde man mit dem Geld alles so machen? Ja, und dann fängt man an, ja, man würde sich dieses und jenes kaufen, dieses und jenes ermöglichen, aber dann auch für die anderen da sein und dann auch etwas spenden. Ja, und dann hätten wir so viel Freizeit, aber nein, wir würden dann schon noch irgendwie was arbeiten, um ja, unserem Leben einen besonderen Sinn zu geben, etc. Ja. Und das ist ein gutes Charaktertraining, liebe Geschwister, diese Frage. Und wir dürfen uns die Frage stellen, warum sind wir nicht Millionär? Also vielleicht gibt es hier 1, 2, 3 Millionäre, würde ich nicht ausschließen. Aber so, die meisten können sich diese Frage stellen, warum bin ich nicht Millionär? Oder warum bin ich nicht so schön wie sie oder wie er oder ja, warum habe ich nicht diese oder jene Position oder die Kraft oder die Fähigkeit von diesem oder jenem oder dieser oder jener? Charakterbildend. Und wir haben eine Passage, liebe Geschwister, aus dem Koran, speziell einen Vers, den wir heute inshallah gemeinsam miteinander studieren werden, aus der Surat Shura, der 42. in der Reihenfolge bezüglich des Mushafs, der Reihenfolge innerhalb des Mushafs. Ashura bedeutet die Beratung und wir haben bereits über die Wichtigkeit der Beratung, des Ratschlaggebens in der muslimischen Gemeinde gesprochen. Und Allah Ta'ala sagt in dieser Passage: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Also die 42. Sura, Ashura, ab dem 27. Vers, fortfolgend insgesamt 5 Verse, sinngemäß: Und würde Allah seinen Dienern die Versorgung großzügig ausweiten oder ausweiten, würden sie auf der Erde Ungerechtigkeit verüben. Gerade habe ich gemerkt, die Übersetzung hat einen gewissen Mangel. Ja? Und einer der Koran-Übersetzer, er sagte, meine Übersetzung ist die am wenigsten mangelhafte von allen mangelhaften. Weil Allah Ta'ala ist großzügig. Allah Ta'ala teilt seine Rizq ist immer großzügig, weil er Al-Karim ist. Aber hier würde er seinen Dienern ja noch mehr geben. Die Versorgung ausweiten, was würde passieren? Sie würden auf Erden Ungerechtigkeit verüben. Deswegen sagt man auch, gib jemandem Geld und du siehst seinen Charakter. Würde Allah Ta'ala also einfach die Tore der Versorgung, der Versorgungen, und die Versorgung bezieht sich nicht allein auf Geld, liebe Geschwister, sondern wie gesagt, alle möglichen Gaben sind Rizq von Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hat hier nicht von Amwal im Speziellen gesprochen, also vom Vermögen im materiellen Sinne, sondern Rizq ist alles, was von Allah Ta'ala kommt, Angabe. Wenn dies also ausgeweitet werden würde, was würde passieren? Wir würden durchdrehen. Wir würden sehr ungerecht auf Erden sein. Und Allah Ta'ala sagt sinngemäß im Anschluss, aber Allah Ta'ala kennt seine Diener sehr gut und er sieht sie. Lass uns über diese Aya zunächst sprechen.
Wir dürfen also dafür danken, dafür dankbar sein, für das, was wir nicht haben. Dafür dürfen wir dankbar sein. Für all das, was wir uns vielleicht wünschen, aber nicht bekommen haben, wir dürfen dafür dankbar sein. Weil eine Möglichkeit besteht, dass wenn wir diese Gaben bekommen hätten, durchgedreht wären und ungerecht auf Erden agiert hätten und unsere Religion vernachlässigt, wenn nicht ganz und gar beiseite gelegt hätten. Dafür dürfen wir dankbar sein, liebe Geschwister. Also für all das Geld, was wir nicht haben, für all die Schönheit, für all die Kraft, für all die Möglichkeiten, die wir nicht haben, wir dürfen dankbar dafür auch sein. Und das ist eine sehr, sehr hohe Stufe, für das dankbar zu sein, was man nicht bekommen hat, in Vertrauen darauf, dass man vielleicht damit nicht hätte richtig umgehen können. Dankbar sein. Aber nicht nur dankbar sein und das war's, sondern wir dürfen uns auch ergründen. Liebe Geschwister, wir dürfen darüber nachdenken, warum haben wir diese oder jene Gaben nicht bekommen? Und ist es vielleicht deswegen, weil wir dann maßlos geworden wären? Oder hat Allah Ta'ala einfach nur einen anderen Plan mit uns? Ja, vielleicht hat er ja, bei so vielen Milliarden Menschen, nicht jeder kann alles haben und alles leben. Aber nicht jeder muss unbedingt anfällig für den Missbrauch einer Gabe sein, wenn er sie nicht bekommen hat. Aber wir dürfen und müssen, liebe Geschwister, in uns arbeiten. Mit uns arbeiten und fragen, ist es vielleicht, weil ich maßlos gewesen wäre in diesem oder in jenem Bereich? Und wenn wir dazu kommen, oh ja, stimmt, ich merke, mein Herz schlägt aus, wenn ich dran denke, oh, ich wäre Milliardär. Und die ersten Wünsche, die mir kommen, sind schlecht. Und die letzten Wünsche, die mir kommen, sind schlecht. Und alles zwischendrin ist auch schlecht. Dann, oh, subhanallah, dann muss ich an mir arbeiten, um ein Allah-wohlgefälliges Herz zu haben. Dann muss ich an mir arbeiten. Und dies beseitigen. Und zwar ohne die Absicht zu sagen, oh Allah, ich arbeite jetzt mit meinem Herz und lerne dann mit Geld umzugehen und ja, lerne das Geld nicht im Herzen, sondern nur in der Tasche zu haben, damit du am Ende mir das Geld gibst. Nein, zunächst sollte die Absicht nur sein, liebe Geschwister, ein Allah Ta'ala wohlgefälliges Herz sich anzueignen, sich zu erarbeiten. Aber liebe Geschwister, ist schwer, oder? Wir sind als Menschen schwach. So alles rein für Allah Ta'ala zu machen, ist unheimlich schwer. Es gab viele, die haben sich das gewünscht. Ja, es gab einige Menschen, die haben sich der Seelenreinigung sehr stark gewidmet und sie haben Dinge gesagt, die wir richtig verstehen müssen, die man aber auch falsch verstehen kann. Ja? Rabia, die Bekannte, sie sagte beispielsweise, sie wünschte sich, dass ins Paradies Feuer geworfen werden würde und ins Feuer ja, Wasser geworfen werden würde, damit Allah Ta'ala rein gedient wird, im Sinne von, dass man das nicht für die Erlangung des Paradieses tut und auch nicht für die Befreiung vom Höllenfeuer tut, sondern einzig allein, um Allah Ta'alas Wohlgefallen zu erlangen. Aber Allah Ta'ala beschreibt den Menschen im Koran anders. Und Allah Ta'ala, der Allweise, kennt seine Diener wohl. Und er ist weise darin, dass er das Paradies erschaffen hat und uns dazu motiviert, Gutes zu tun, durch die Hoffnung auf Allah Ta'ala und auf das Paradies. Ja? Wir müssen also realistisch bleiben. Das darf man solchen Asketen mit allem Respekt auch sagen. Und manchmal, liebe Geschwister, braucht der Mensch auch eine androhende Strafe. Manchmal genügt ihm nicht das Wohlgefallen desjenigen, dem er nahe kommen möchte. Manchmal genügt ihm auch nicht die Verheißung einer Belohnung. Manchmal muss eine Strafe im Raum stehen. Ansonsten können wir ja auch sehen, ja, live, was passiert auf Erden, wenn Menschen keine Angst vor Strafen haben müssen, wenn sie sich unantastbar wähnen, ja, wenn sie meinen, über dem Recht zu stehen oder das Recht selbst zu sein. Ja, solche Menschen, liebe Geschwister, die haben schon sehr, sehr vieles. Aber ihnen fehlt eine Angst, eine gesunde Angst. Deswegen, liebe Geschwister, es ist nicht falsch, auch in seinem Herzen zu arbeiten, um sich würdig zu machen für gewisse Gaben, die Allah Ta'ala möglicherweise aus Weisheit zurückgehalten hat. Was ist mein Beleg für diese Aussage? Nuhs Worte, ja, die Allah Ta'ala ihm mitgab und die er verewigte im Koran.
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Nuh alayhi salam, er sagte zu seinem Volk: Bittet euren Herrn um Vergebung. Bittet euren Herrn um Vergebung. Und er gab ein Versprechen Allah Ta'alas weiter. Er ist ja allvergebend. Und er wird euch mit Besitz und Kindern unterstützen. Also wenn ihr Allah Ta'ala um Vergebung bittet, ihr werdet ihn vergebend vorfinden und er wird euch unterstützen mit, ja? Entschuldigung, hier ist etwas falsch gelaufen. Er wird euch den Regen reichlich herabsenden und euch mit Besitz und Kindern unterstützen, versorgen. Und er wird für euch Gärten und Bäche machen. Er wird euch Gärten und Bäche schenken und den Regen, genau, und wird für euch Gärten und Bäche vorbereiten. Diese Aya, sie verheißt weltlichen Wohlstand, weltliche Güter, Wohlbefinden, wenn man sich Allah Ta'ala vergebungsvoll nähert. Ja. Da können wir den Anfang machen und uns das Paradies vorstellen. Und bevor wir uns das Paradies vorstellen, bereits jetzt im Diesseits ein besseres Leben, wenn wir uns Allah Ta'ala nähern. Aber wir reinigen auch diese reine Absicht, denn Allah Ta'ala hat sie für rein befunden im Koran und in der gesegneten Sunna seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir steigern uns in Sachen Reinheit, wenn wir uns auch etwas loslösen, ja, von der Belohnung, die uns verheißen wird und von der Strafe, vor der wir geschützt werden wollen bezüglich derer wir den Schutz Allah Ta'alas erbitten. Was wäre also, wenn wir 1 Million hätten, liebe Geschwister? Gehen wir dieses Spiel durch. Gehen wir dieses Spiel durch. Als ich mich für dieses Thema vorbereitete, zufällig, in Anführungsstrichen, also es fiel mir zu, vom Schicksal, schicksalshafter Weise, so ein kleines, nebensächliches, unbedeutendes Hobby, aber das davon soll man auch haben als Muslim, weil man nicht ständig Leistungen erbringen kann, im Spirituellen wie auch im Weltlichen. Ja, ich beschäftige mich ein bisschen mit Basketball, alles belanglos. Ja. Also haltet euch fern davon. Ja. Und jemand, der sehr bekannt ist, LeBron James, der auch sehr viel Geld gemacht hat, er hat eine Schule eröffnet. The I Promise School. Ja, oder My Promise School, also mein Versprechen. Die Schule des Versprechens, was ich mir selbst gebe. Was man sich selbst zu geben hat. Und diese Schule, subhanallah, ungefähr 1200 sind in dieser Schule und in den nächsten Jahren werden sie kostenlos die Schule besuchen dürfen und sogar ihren Universitätsabschluss im Anschluss machen können. Alles ohne Kosten. Ja, und wie wir wissen, die Universitätsgebühren in den USA sind sehr, sehr hoch. Nicht so wie hier in Deutschland, wo man dann noch eine Fahrkarte bekommt und wo es um wenige 100 Euro geht, sondern ja, da geht es, also fünfstelliger, sechsstelliger Bereich sind dort Universitätskosten. Und dort gehen hin die Armen. Und er sagt, diese Schule soll all das sein, was ich damals gebraucht habe oder gebraucht hätte. Weil wir wissen, er ist arm aufgewachsen, ohne Vater und Obdachlosigkeit als Kind noch durchgemacht, etc. Ich sage, subhanallah, wie schön, wie schön. Und es gibt andere Stars, ehemalige NBA-Stars, ja. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber ich könnte ihn nennen. Der Mann hat über 100 Millionen in seinem Leben verdient. Wisst ihr was? Hat nichts hinterlassen und ist sogar pleite gegangen. Nichts hinterlassen und sogar pleite gegangen, subhanallah. Was würden wir also tun, wenn wir 1 Million hätten? Was würden wir tun, wenn wir diese oder jene Gabe hätten? Und dann arbeiten wir. Ja? Wir arbeiten in uns. 11 Versprechen, die ich hier vorlesen darf, die zu dieser Schule dazugehören. Ich gehe zur Schule. Ja? Ich mache meine Hausaufgaben. Ich höre auf meine Lehrer, denn sie helfen mir zu lernen. Ich frage und ich suche nach Antworten. Genau, ich frage und ich suche nach Antworten. Viertens, ich gebe nicht auf, egal was. Und ich gebe stets mein Bestes. Ich helfe und respektiere andere. Ich lebe ein gesundes Leben, indem ich mich gesund ernähre und mich bewege. Ich treffe richtige Entscheidungen für mein Leben. Ich habe Spaß und ich werde die Schule abschließen. Ja, mashallah. Liebe Geschwister, als ich das gelesen habe und gesehen habe, mir sind die Tränen gekommen, subhanallah.
Wisst ihr, was wir machen sollten, liebe Geschwister? Die reichen, erfolgreichen Muslime Frankfurts und einer jeden Stadt, sie sollten eine soziale Organisation gründen, ja? Kostenlose Nachhilfe und, ja, und dass man den Armen etwas gibt. Ja, und in dieser Schule Frühstück kostenlos, Mittagessen kostenlos, Snack kostenlos, und wenn die Eltern ihre Kinder um 17 Uhr abholen, können sie zur Küche gehen und Sachen mitnehmen, die sie zu Hause kochen. Ja, subhanallah. Wir dürfen auch was hinterlassen, wir müssen was hinterlassen, liebe Geschwister. Ein Hadith, der uns dabei hilft, ja, der im Sahih Muslims festgehalten wurde, unter anderem, dass ein Mann, der sich in der Wüste aufhielt, und es war Dürre, es herrschte Dürre, und er sah auf einmal eine Wolke, und diese, es wurde gesagt, Wolke, regne nieder auf diesen und jenen Diener. Und ein Name wurde genannt. Und der Mann, der das hörte, der wurde neugierig, und er lief der Wolke hinterher, und er sah, wo sie runterregnete, und er sah, wo sammelte sich das Wasser, und dort fand er eine Person, und er fragte sie, heißt du so und so? Der Mann sagte, ja. Beziehungsweise, nenn mir deinen Namen. Er sagte, das ist mein Name. Er sagt, diesen Namen habe ich gehört. Er wurde ausgerufen. Und es hieß, Wolke, regne nieder auf den so und so. Was machst du? Ich will wissen, wer bist du, dass du dieses Geschenk Allahs bekommen hast? Und die Person sagte, ich werde dir antworten. Den Gewinn meines Gartens teile ich durch drei Teile. Achtet auf die Reihenfolge. Das erste Drittel spende ich. Das zweite Drittel, damit versorge ich mich und meine Familie. Und das letzte Drittel reinvestiere ich. Und wenn wir unsere Träume haben, liebe Geschwister, was passiert oft? Ja? Wir zuerst, ja? Dann vielleicht Geschäfte aufbauen, ja? Und dann, wenn noch irgendwas übrig ist, ja? dann spenden. Aber nein, das erste Drittel, liebe Geschwister, gehört der Spende. Und da muss man sich auch, wir leben hier, wir atmen hier, ja? Wir leben nicht nur von Luft und Liebe allein. Ja? Wir müssen uns auch um uns selbst kümmern. Und dann reinvestier. Ja? Weil die Konkurrenz schläft nicht. Und subhanallah, was der Rizq anbelangt, was die Versorgung anbelangt, liebe Geschwister, wir sollen uns ein Versprechen geben, und das ist, nur im Halal zu arbeiten. Egal wie verlockend Haram sein mag. Nur im Halal zu arbeiten. Und subhanallah, liebe Geschwister, jeder, der da draußen in irgendeiner Form im Haram reich geworden ist, Allah Ta'ala hätte es ihm auch im Halal gegeben. Allah Ta'ala Al-Ghani hat alles. Ja? Unbedürftig. Ali, radiallahu anhu, er befestigte eines Tages, er band sein Reittier, ja, die Zügel vom Reittier an der Moschee und ging beten, und er hatte die Nia gehabt. Entschuldigung, er gab einem Jungen sein Reittier und sagte, ich bin in der Moschee, ich komme wieder. Ja. Und er sagte sich, er fasste die Absicht, diesem Jungen ein Silberstück zu geben, als Belohnung. Und er hielt sich in der Moschee auf, und er kam raus, der Junge war weg, sein Reittier war weg. Subhanallah. Ja. Und er fand heraus, dass dieser Junge dieses Reittier am Markt verkauft hat. Und da war er neugierig. Und er suchte nach dem Händler und sagte, hast du dieses und jenes? Er suchte nach dem Käufer und fand ihn und sagte, wie viel hast du demjenigen gegeben, der dir dieses Reittier gegeben hat? Und er sagte, ein Silberstück. Und er sagte sich, Ali, subhanallah, er wollte ihm das Silberstück im Halal geben, aber er hat das Angebot nicht angenommen. Im Sinne von, sein Herz, ja, wollte nicht, er hat sich nicht dieses Versprechen gemacht. Und da draußen gibt es sehr viele Angebote, liebe Geschwister, Dinge im Haram zu bekommen. Nicht nur Materielles, auch Immaterielles. Ja, aber wir sollen eine feste Absicht in unserem Herzen haben, alles nur im Halal zu bekommen. Und dann ist es gesegnet, liebe Geschwister. Allah Ta'ala, sinngemäß, er sagte, und er lässt den Regen nach und nach herabkommen, nachdem die Hoffnung aufgegeben wurde. Oder nachdem die Menschen eine Verzweiflung erreicht haben.
Und durch diesen Regen verbreitet er auch seine Barmherzigkeit. Und er ist der Schutzherr, Al-Wali, und der Lobenswürdige, Al-Hamid. Liebe Geschwister, Al-Wali ist ein sehr, sehr starker Name Allah Ta'alas. Sehr, sehr stark. Er vermittelt Bedeutungen der Nähe, des Unmittelbarseins, also ohne Trennung in irgendeiner Form. Ja? Weil wir wissen, dass Allah Ta'ala von seiner Schöpfung natürlich getrennt ist, im Sinne von, er ist Allah und wir sind seine Schöpfung. Aber die Nähe, die zwischen ihm und seine Diener besteht, die drückt er aus durch seinen Namen Al-Wali. Ja? Der in der arabischen Sprache, wie gesagt, Nähe, Freundschaft wiedergibt. Aber auch, dass man etwas verwaltet, dass man sich um jemanden kümmert. Ja? Der Sachwalter, ja, der Wali, der Frau, die in die Ehe beispielsweise gehen möchte, ihr Vater, ja, ein liebevoller Sachwalter. Und das ist ein Name, den Allah Ta'ala hier in diesem Vers oder in dieser Passage erwähnt, als es auch um Rizq ging. Wir sollen also wissen, Allah ist unser Freund, ja, unser liebevoller Verwalter, was unsere weltlichen Dinge anbelangt. Und Al-Hamid, der des Lobes würdige, Al-Hamid, Alhamdulillah. Und liebe Geschwister, Alhamd, ja, ist etwas sehr Starkes in der Religion des Islams und in der arabischen Sprache. Alhamd ist stärker als Shukr. Wir sagen nicht Ashukru lillahi rabbil alamin. Ja, Alhamdulillahi rabbil alamin. Weil Alhamd als Lob bezieht sich auf die Eigenschaft Allah Ta'alas. Und Ashukr, der Dank, ist speziell für Dinge, die Allah tut. Oder eben auch nicht tut als Tat, ja? Dass er uns gewisse Dinge vorenthält. Also der Dank ist immer ein Bruchstück vom Lob. Und das Lob, Alhamd, in der arabischen Sprache, geht immer mit Liebe und mit Respekt einher. Wenn man mit Alhamd spricht. Al-Madh, das ist ein Lob auf der Feststellungsebene. Man kann auch beispielsweise Politiker loben für ihren Wahlkampf. Ja, sie hetzen Menschen auf, sie kriegen ihre Wahlstimmen. Man kann sagen, ja, amdahu hamlatahu asiyasiya. Ich lobe seinen Wahlkampf auf der Feststellungsebene, ohne zu lieben, ohne zu respektieren, weil man sagt, ja, er hat irgendwo Erfolg. Ja. Aber Alhamd immer mit Liebe, immer mit Respekt, liebe Geschwister. Und als Allah Ta'ala auf sein Zeichen oder auf seine Zeichen verwies, ja, die Erde, die Himmel in der Mehrzahl und alles, was zwischen beiden ist, an Lebewesen. Und er vermag, alles zusammenzubringen, wenn er will. Und Ibn Kathir sagte, dies wird passieren am Tage des Gerichts. Alles, was bereits gelebt hat, liebe Geschwister, und noch leben wird, aus unserer Perspektive, das wird Allah Ta'ala versammeln. Sogar die Tiere, ja, die nicht ins Paradies kommen, aber sie werden auch einen Tag des Gerichts kennen, wo sie ihre Ungerechtigkeiten, die sie gegen einander in der Welt verübten, ja, wettmachen werden, um danach zu Staub zurückzukehren, als Staub zurückzukehren, also vernichtet zu werden, subhanallah. Er vermag das. Und Allah Ta'ala, liebe Geschwister, er fordert uns sogar auf, die Schöpfung zu studieren. Und wir können dafür auch Reisen unternehmen. Allah Ta'ala sagt im Koran, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sprich, reist auf der Erde umher und schaut, wie er die Schöpfung am Anfang gemacht hat. Ja, studiert die Schöpfung und verreist dafür auch. Hierauf lässt Allah die letzte Schöpfung entstehen. Weil dadurch, wenn wir die Natur studieren, liebe Geschwister, unser Iman wird stark, dass Allah Ta'ala auch eine nächste Welt wird erschaffen, eine letzte Welt wird entschaffen. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Dann, subhanallah, ein Vers, der wieder für unsere Seelenreinigung da ist, im Speziellen. Allah Ta'ala sagt sinngemäß, und was euch auch an unangenehmem trifft, an prüfendem trifft, ja, Musiba, alles, was einem irgendwo wehtut oder Schmerzen zufügt, innerlich oder äußerlich, wie Imam Ash-Sha'rawi dies definierte und andere zuvor, alles, was euch trifft oder was euch auch an unangenehmem treffen mag, es ist aufgrund dessen, was eure Hände
vorausschicken, aufgrund dessen, was ihr getan habt. Ja, die beiden Großgelehrten, die den Tafsir al-Jalalain verfassten, sie sagten, die Hände werden erwähnt auf das, was eure Hände vorausgeschickt haben, weil die Hände eben meistens in den Taten oder mit den Taten, in den Taten beteiligt sind. Ja? Und subhanallah, diese Ayah, liebe Geschwister, sie wurde sehr ernst genommen, wie alle Ayat von den Salaf ernst genommen wurden. Ibn Sirin, einer der bedeutendsten Tabi'un, also Leute, die die Prophetengefährten gesehen haben als Muslime, also die Muslime waren und die Prophetengefährten gesehen haben, und er war einer der herausragendsten, ja, ihm ist mal eine Sache, etwas Unangenehmes passiert. Ja, er geriet in Schulden. Und dann befragte er sein Herz und er sagte, ah, vor 40 Jahren habe ich mal etwas gemacht. Ich habe nicht richtig um Vergebung gebeten. Und er rezitierte diese Ayah. Ja? Liebe Geschwister, wir wollen alles wettmachen bei Allah Ta'ala. Wir wollen um Vergebung bitten. Auch den Menschen gegenüber, denen wir Unrecht angetan haben. Nicht, dass uns 40 Jahre später etwas trifft und wir uns daran erinnern müssen, ja, woran das liegt. Aufgrund dessen, was wir an Sünden begangen haben. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, und das ist eine Gnade. Wir sollen das als Gnade begreifen. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا غَصَبٍ وَلَا هَمَّ وَلَا حَزَنٍ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ حَتَّى شَوْكَتِي يُشَاكُهَا. Ja, ein authentischer, bekannter Hadith. Der Prophet schwor bei Allah Ta'ala, in dessen Hand seine Seele ist, dass den Mu'min nichts an Schwäche oder Krankheit oder Sorge oder Trauer befällt, außer dass Allah Ta'ala dafür, ja, von den Sünden wegnimmt, von den die Fehler wieder vergibt, über diese hinwegsieht, ja, gnadenvoll, außer dass dies passiert, subhanallah. Sogar ein Stich, den man erfährt durch eine Dorne, hat diesen Zweck, subhanallah. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, den Imam Ibn Kathir erwähnte und der auch authentisch ist, dass wenn die Sünden viel werden von einer Person und sie nichts hat, womit dies wieder gut gemacht werden kann, ja, dann wird diese Person körperliche Leiden durchmachen als eine Gnade von Allah Ta'ala, damit diese Sünden vergeben werden. Imam Al-Barawi, der große Koran-Kommentator, er sagte allerdings, ja, auch gestützt durch Aussagen der vorherigen, der Altvorderen, der geehrten Generationen zuvor, dass Allah Ta'ala mehr vergibt, einfach so, als dass er, also einfach so vergibt, als dass er vergibt über den Weg, dass er den Diener prüft mit Leiden und mit Unangenehmem. Ja, wa ya'fu an kathir. Alhamdulillah. Ja, alhamdulillah. Allah Ta'ala ist barmherzig. Das sind Prüfungen, die uns reinigen. Imam al-Qurtubi erwähnte auch eine Aussage, dass deswegen die Verständigen, al-Uqala, die Verstand haben, sie hören auf, Menschen Schuld zuzuschieben. Ah, wegen dem habe ich dieses und jenes nicht bekommen. Ja? Weil sie wissen, diese Menschen waren letztendlich, ja, nur ein, ja, das Mittel des Schicksals, dass man von Allah Ta'ala diese Gnade erhalten kann, dass die Sünden dadurch wieder vergeben werden. Ja, dass man Unangenehmes erfahren hat, auch durch andere Menschen. Wie gesagt, letztendlich ist das im großen Plan Allah Ta'alas auch vorgesehen als Mittel, um die Sünden vergeben zu bekommen. Deswegen schiebt man als Muslim niemals die Schuld anderen Menschen zu. Ah, wegen dem habe ich die Beförderung nicht bekommen. Ah, wegen dem ist mir dieses und jenes passiert. Nein. Ja, es waren deine Sünden, die dich in diese Lage gebracht haben. Die Gelehrten halten natürlich auch fest, ja, Iqrima beispielsweise, wie Imam Ibn Kathir ihn zitiert, dass einem Unangenehmes befällt, nicht lediglich aufgrund dessen, dass man auch Sünden vorausgeschickt hat, sondern auch, weil Allah Ta'ala einen um Stufen erhöhen möchte. Die Frage ist nur, liebe Geschwister, sind wir das, über die diese Gelehrten dann sprechen? Können wir sagen, dass wir gar keine Sünden haben, ja, die es zu vergeben gilt? Ja, und dass alles, was uns trifft, nur noch uns im Jenseits erhöht? Ich glaube, diese Aussagen, Allah weiß es am besten, ja, treffen meistens auf
andere zu, ja, und natürlich auch vor allem auf die vorher, auf die vorausgegangenen geehrten Generationen. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. Und wenn Allah die Menschen zur Rechenschaft ziehen würde, würde wollen, gänzlich, ja, was würde passieren? Er würde auf Erden kein Tier übrig lassen. Ja, also wenn Allah wirklich bestrafen wollen würde, wenn es das, wenn das sein Anliegen wäre, ja, keiner, wir wären schon alle vernichtet, liebe Geschwister. Das alles sind Wege und Mittel, wie Allah Ta'ala uns seine Gnaden zukommen lässt. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, bitte kommt einer wichtigen Sunna nach, einer Sunna, die man fast als Pflicht handhaben sollte, zumindest wenn man vermögend ist, einer Tat, die auch von einigen Gelehrten als Verpflichtung eingestuft wird, nämlich das Opfertier. Ja, das Opfertier. Sollte man dies nicht selbst durchführen können, und es gibt auch noch andere Gründe, warum man dies abwickeln sollte über humanitäre Hilfsorganisationen, auch wenn das nicht von allen Gelehrten so anerkannt ist, aber viele Gelehrte haben sehr, sehr starke Gründe geliefert. Hier ist auch Ibrahim Gulab anwesend von Islamic Relief, der euch später Rede und Antwort stehen wird können. Islamic Relief macht das beispielsweise so, es gibt verschiedene Kategorien. Ja? 65 Euro kann man zahlen für ein Opfertier in Ländern, wo dieses Opfertier eben so günstig ist. In Palästina beispielsweise sind ungefähr 350 Euro aufgrund der politischen Missverhältnisse dort, die halt die Preise in die Höhe steigen lassen. Aber jeder sollte wirklich versuchen, ein Opfertier für sich und seine Familie aufzubringen und über Muslime helfen oder Islamic Relief oder ja, Kindertränen e.V., so gemeinnützige, professionelle, uns bekannte Organisationen. Und es gibt noch andere, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, dem man, wie gesagt, vertrauen kann in ihre Kompetenz, aber auch in ihre gute Absicht, ja, sollte man das erfüllen. Ja, das sollte man, ja, muss man eigentlich erfüllen. Und man kann dies auch tun mit der Absicht, Heilung zu bekommen oder Heilung für Nahestehende. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, da wu mardakum bis sadaqa. Er behandelt eure Kranken, durch Spenden. Der Hadith ist von den meisten Gelehrten nicht als Hassan befunden worden. Der Hadith-Gelehrte, der Großgelehrte im Hadith, Ahmed al-Rumari, er hat aber starke Argumente und also viel Elan auch in seine Antwort gelegt, um zu sagen, dass dieser Hadith sahih ist. Ja, behandelt eure Kranken durch Sadaqa. Und es gibt auch andere Wege, wie man erklären kann, dass die Sadaqa hilft, weil Sadaqa, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, löscht die Missetat, so wie Wasser das Feuer löscht. Und manche Krankheiten kommen ja aufgrund einer Sünde, wie wir gerade gelernt haben. Manche Prüfungen kommen aufgrund dessen, dass wir Sünden vorausgeschickt haben. Und in dem Moment, wo man Gutes getan hat und die Sünde vergeben wird, ja, wird dann auch die Prüfung, die eigentlich dafür da war, die Sünde wieder gut zu machen, hinweggehoben. Ja, und so gibt es auch einige Gelehrte, die sagen, ja, es stimmt, ja, weil man das auch erfahren hat. Viele Muslime haben das über die Generationen hinweg erfahren. Sie haben Sadaqa gegeben und sie haben Heilung bekommen oder Nahestehende haben Heilung bekommen. Und wie gesagt, es gibt den Weg, dass man das über den Hadith erklärt und sagt, er ist authentisch. Und wie gesagt, viele sprechen dafür, dass er authentisch ist. Ja. Oder dass man sagt, es hat ja, mit der allgemeinen guten Tat zu tun und es muss nicht unbedingt die Sadaqa sein, die die Heilung mit sich bringt. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, wir bitten dich mit all deinen Namen. O Allah,
Bitte schenk uns deine Vergebung und unseren Eltern und unseren Familienmitgliedern und allen Muslimen insgesamt. Und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Und lasse uns ein Mittel deiner Rechtleitung sein, O Allah. O Allah, bitte befreie die Gefangenen und bitte schenke den Bekriegten Frieden und Sicherheit und den Vertriebenen Rückkehr in ihre Heimat, O Allah. Und den Hoffnungslosen Hoffnung und den Kranken Heilung und den Unverheirateten Seelenpartnerschaft durch die Ehe, O Allah. Und denen, die sich Kinder wünschen, gesegnete Kinder, O Allah, Allahumma Amin. Und den Armen Reichtum, O Allah. Und denjenigen, die sich in Not befinden, O Allah, Erleichterung und Bedürfniserfüllung, O Allah. O Allah, bitte lass uns bei der Erfüllung der Bittgebete immer eine Rolle spielen, nämlich ein Mittel deiner Gnadenerfahrung zu sein. O Allah, bitte reinige unsere Herzen und füge die Herzen der Umma zusammen zu einem großen Herz und füge die Hände der Umma zu einer großen Hand zusammen, O Allah, zu einer schützenden Hand, zu einer gutestuenden Hand, O Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O Allah, bitte lasse segensreich herabregnen. O Allah, bitte lasse segensreich herabregnen. O Allah, bitte lasse segensreich herabregnen. Allahumma, amin.